Ja, ich möchte mit einem Stück anfangen, das heißt mit einer Platte anfangen. Das ist überhaupt kein Vinyl. Das ist noch ein Acetat. Das ist ein Acetat und zwar ist die aufgenommen worden in Kildesche, im Wohnzimmer von einem Gitarristen mit Tonband. Das Tonband hat man dann an die Firma Reuterton aus Kirchen geschickt. Und nachweislich ging es, weil es dann da bearbeitet, ging von Haus an eine Firma in Elsass, das war Ural. Und da wurden 10 Platten von geschnitten. Soweit ich weiß, existieren noch 3. Die eine ist absolut die Maßstübare. Ich habe Gott sei Dank noch Maßstübare hier. Und zwar ist das von der schildischen Band Rogerheims ist vor. Sei vorsichtig, sie ist jetzt richtig. Sie ist jetzt richtig. Und nichts zu ersetzen. Ja, und damit man mal so eine Vorstellung von der ganzen Geschichte bekommt, lasse ich jetzt mal 2 Dinger verlaufen. Das eine ist Intro und dann kommt das erste Stück hinterher. Das ist aus dem Jahre 1966, wie gesagt, live im Wohnzimmer in Chilisch aufgenommen. Roger in das Folge. This is the record of Roger and Tom. They played together for 1 year. The group consists of lead guitarist Arne Kröscher, rhythm guitarist Rainer Fehr, bass guitarist Hans-Werner Röhle, saxophonist Peter Brüneweller, and the drummer enjoy the sound of Roger and his ball. Das war ein schönes Intro, ne? Man weiß, wer dabei war, ist auch toll. The pronunciation has to be in the language. Ist auch Optiker geworden, der hat
das Brillengeschäft in Chilische gehabt, hat er jetzt abgegeben. Hans-Werner Röhl, der Bassist, mit dem habe ich noch zusammengearbeitet, der war ja lange Jahre Bassist auch der Rocketeers. Peter Grünewälder, was aus dem geworden ist, weiß ich nicht. Und Dieter Rudolf war Mitglied, lange Jahre Mitglied im Miklo 66, er spielt also nicht mehr. Beruflich war er bei der Müllabfuhr. Und ist jetzt auch im Ruhestand. Das ist aus dem geworden, ja. Es ist insofern interessant, 66, wir waren ja damals die Jugendheim-Band The Generals. Wir haben jetzt im Januar unser 50-jähriges Musikerjubiläum.